Und Jasmine und Mike. Kommt noch und Mike wahrscheinlich wohl, keine Ahnung. Trotzdem nicht so viele wie sonst. Also in der ich möchte, dass ihr euch heute wirklich richtig Mühe gebt. Richtig Mühe. Ja? Auch wenn wir uns dann wieder über tausend Sachen hier ärgern. Das ist aber kein Grund, dass wir ihn gegen Gott verärgern müssen. Meine Mutter hat, als ich 3 war, Gesangs- und Gitarrenschüler gehabt und ich habe da so grundsätzlich nebengehockt. Und immer wenn dann der Schüler irgendwas sagen sollte, wie Intervalle, ich konnte die mittlerweile mit 4 und habe immer dazwischen geschrien, was meine Mutter zum Wahnsinn gebracht hat, was ich mir auch gut vorstellen kann. Dann wurde sie 82 verhaftet, hat bis 84 gesessen im Gefängnis, hat sie, obwohl sie wegen Betrugs damals verhaftet wurde, ständig bei politischen Feiertagen unten gesessen, weil man ihr die staatsfeindliche Hetze nicht nachweisen konnte, war sie wegen Betrugs verurteilt worden. Und sowas kann man auch manipulieren, das weiß jeder. Jemand, der in einem Konzert steht und zu einem übermäßig großen Honecker-Bild sagt, fall nicht aus dem Rahmen, und das vor 2000 Leuten, der ist dann nicht wirklich staatskonform.
In dieser Zeit hatte sie unter anderem zwei Herzinfarkte und die sind wohl auch mit verursacht worden durch die Tatsache, dass man versucht hat, mich einer Zwangsadoption zu unterziehen. Das hätte bedeutet, dass sie unter Druck unterschreiben sollte, dass sie auf ihre elterlichen Rechte verzichtet und ich von irgendwelchen Parteigenossen adoptiert worden wäre oder auch nicht. Sie stehen für Respekt und Toleranz anderen Menschen gegenüber und gehen nicht nur erfolgreich verschiedene Nachwuchsprojekte mit Menschen aus allen Klassen und Schichten an, sondern setzen sich verstärkt für die Schwachen unserer Gesellschaft ein. Schließlich sind nicht wenige von ihnen selbst aus sozialen Randgruppen. Daraus hat die Presse in Kirchheim nämlich gemacht, ein Straßenkinderchor aus Bremerhaven kommt. Als ich das heute erfahren habe, habe ich gedacht, nein! Jetzt sind wir noch besser als die Dorfkinder aus Bremerhaven. Das war nämlich gut. Ja, ich muss das gut finden. Okay. Schlimmer wäre andersrum. Wenn du es gut findest, ich sage, oh Gott. Hm? Nee, Yvonne? Halleluja, Halleluja, dass das wirklich ein bisschen Feeling kriegt. Das hätte ich gerne bei drin. Und die warten da dran. Lotti? Jo. Sarah, Rudert. Ja. Bam, bam. Wollen wir mal den Creative Teil machen? One, two, three, four. Schön war auch dein Herzklopfen. Das hab ich nie vergessen. Und dann das dazu. Okay, einmal. One, two, three, four.
heute. So. Wir haben doch gesagt, wir schaffen das. Und nicht, wir sitzen mit langen Gesichtern hier rum. Wir wollen es schaffen mit langen Gesichtern. Hallo? Wir lachen da jetzt ein bisschen. Guckt euch meine Frisur an, ey. Ja, ich war schon schlimmer, das stimmt. Ihr wisst doch eigentlich auch alle, dass wir in erster Linie eigentlich so als Gospelchor nicht singen, um uns zu profilieren oder um geil anzukommen oder um ins Publikum zu bewegen, sondern für ihn. Und wir können ihm noch dankbar sein, es gibt doch genug Gründe. Richtig mit Kraft singen! Steht gerade, ihr seid doch wer, hallo! Nu, nu, nu! Und dankt doch Gott nochmal! Nun danket alle Gott mit Herzen und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Händen, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an uns sieht, dir zu gut, bis hierher hat getan. Ich hänge an diesen Kids, die sind toll. Die haben alle ihre Geschichte. Manche kommen aus guten Familien und sind jedes Mal erstaunt, dass es anderen schlecht geht. Manche kommen aus beschissenen Familien. Manche kommen aus eigentlich tollen Familien, aber in denen hat keiner Zeit. Und es ist mein Wunsch, dass sie die Songs, die sie singen, auch begreifen. Und wir singen von Respekt. Von Dasein, von Nähe, von, ja, von, dass wir die Schöpfung Gottes akzeptieren. Dazu gehört auch, dass ich jemanden einfach nehmen kann, wie er ist, samt Schwächen. Dass man auch jemanden, der sehr schnell spricht und laut und lacht und altklug ist, genauso einfach nimmt, weil er so ist und nicht, obwohl er so ist. Da müssen wir alle an uns arbeiten. Ich auch. I need you. You need me. We're all a part of God's body. Stand with me. Agree with me. We're all a part of God's body. It is His will that every need to be supplied. You are important to me. I need you to survive. You are important to me. I need you to survive. Den Niesen müssen wir noch wissen. Hey Leute, das schaffen wir. Wir gehen da jetzt rein, das fassen wir sie auf. Stopp! Die Aufteilung. Ja. Ach ja. Und vergib uns unsere Schuld. Das ist gar nicht so einfach. Das haben wir auch für uns heute festgestellt. Man kann immer jemanden sehr leicht mit Dingen beschuldigen. Du warst, du hast Schuld. Du hast gemacht das. Aber wenn man selber dann auf seine eigenen Füße guckt, merkt man, so ganz sauber sind die Schuhe manchmal auch nicht. Aber man kann nur vergeben. Das wissen Sie genauso gut wie ich, wenn das Herz Frieden hat. Liebe ist mal ein guter Weg, um verzeihen zu lernen. Wenn man jemanden liebt, verzeiht man ihm, das wissen Sie auch, alles. Es tut mir leid zu sagen, ist trotzdem nicht ganz einfach. Nächster Song beweist es. Hard to say, I'm sorry.
in a holiday. Und dann hast du gesagt, hör auf, und ich habe verstanden, hau drauf. Und das war mit dir das Beschissene, dann ist es verstanden. Okay. Schlimmer geht's, schlimm. Gerade rein, so. So. Und jetzt auf in alle Richtungen fallen. Na? Sehen? Sterne leuchten, ganz ruhige Kulisse, nur die zwei sind am See, er und sie. Und sie mitten dabei zu tuteln, ich nenn's mal so. Jetzt ist das aber er, ein Depp, der sich nicht traut. Ihr, stellt euch vor, ihr seid der Wind, der ihm so ganz klein bisschen, oder wie so eine kleine Elfe, ne? Die ihm so ins Ohr flüstert, so, wenn du, jetzt, wo du sie gefunden hast, jetzt zieh sie an dich ran. So, und jetzt Quatsch von Liebe und so weiter. So, und jetzt reck dich und jetzt hol dir den Mond. Von wegen, oh, schenk dir den Mond, Baby. Und jetzt flüstert ihr ins Ohr, dass du immer da bist. So, mach's romantisch. Ihr seid das, was die beiden zusammenbringen. Ihr seid nicht er oder sie, ihr seid die Stimmung dazu. Aber konzentriert euch wirklich auf diese Stimmung. Jetzt aufhören zu reden. Reached out and gave her love.
Ja, okay. Aber die ist doch Samstag sowieso im Lande. Danke sagen fällt den meisten Menschen ziemlich schwer und ich habe so den Eindruck, manche denken, sie sei mehr als diese Frau, die 12 Stunden täglich putzt und kocht und dient. Und als Dank wird sie dann auch noch lüstern angekriegt. Danke, dass du bemerkst, wenn ich was will. Danke, ich habe deutlich das Gefühl, so ein Danke ist bitter nötig für dich. Danke, nicht mehr, fällt das so schwer? Danke, dass du kommst, wenn ich was brauche. Danke, ich mag das Danke doch auch. So ein Danke ist bitter nötig auch für mich. Ein bisschen Herzlichkeit für dich und mich. Ein Danke kostet wirklich nichts. Ich habe das noch nie gesungen, deswegen. Das stelle ich mir ein bisschen mehr hier hin. Nicht hinter mir, weil das macht mich nervös. Komm mal lieber hier hin, dann kann ich auch dein Gesicht ein bisschen sehen. Okay. Schön, was aus deinem Mund kommt. Was glaubst du, wie das klingt, wenn du nicht mehr verkrampft da stehst? Besser. Ja, das kann man so sagen. Ich will dich lächeln hören und nicht nur sehen. Und ich möchte von dir wissen, warum singst du? Weil es mir Spaß macht. Wann singst du? Wie oft? In welchen Situationen? Wenn ich koche. Echt? Wenn ich Fahrrad fahre. Was ist denn dein Lieblingslied zurzeit? Let It Be. Let It Be? When I find myself in trouble, by the way it comes to me, speaking words of crystal, let it be. When my heart of darkness shivers, standing right in front of me, speaking. Stehen und denken, geil, Musik trägt mich. Wenn du da stehst und du merkst, dir geht's richtig scheiße, Beispiel, dich hat deinen Partner verlassen, es geht deinem Kind ziemlich schlecht, dir hat irgendwer richtig auf die Füße gepinkelt, du hast gerade deinen Job verloren, du hast gerade einen Anruf bekommen, dass deine beste Freundin zurzeit stinkesauer mit dir ist, du stehst da und singst und du merkst, wie du ruhig wirst, obwohl du gerade ganz temperamentvolles Ding singst, wie du merkst, dass deine Seele sich gerade von selber reinigt, dann hast du Musik begriffen und dann ist es die richtige Motivation, weil Ruhm oder Geld oder Liebe solltest du beim Singen nie erwarten. Dann wirst du enttäuscht. Einziger Grund ist es, dass deine Seele sich selbst reinigt und die Leute, die dir zuhören, verstehen, was du ihnen zu sagen hast. Das kannst du ihnen sagen. When I find myself in time for troubles, als meine Mama 82 verhaftet wurde, habe ich bei einer Katechetin 2,5 Jahre gewohnt. Und diese Katechetin war gleichzeitig auch Kantorin in der Kirchengemeinde, in der sie tätig war, also Organistin, und hat den Kirchenchor geleitet. Und die hat sehr schnell herausgefunden, dass ich recht musikalisch war und hat mich halt in den größten Oratorienchor der Stadt gesteckt, in den Magdeburger Domchor.
Ich weiß, die Kirche hat immer so einen ganz miserablen Ruf, aber in kirchlichen Kreisen hatte ich immer das Gefühl, dass es eigentlich egal war, wer meine Mama war oder ob ich die tollen Klamotten hatte oder nicht. Trotzdem hat man mich einfach akzeptiert. Und das war die einzige Umgebung, in der ich das Gefühl hatte, dass man zumindest ansatzweise sieht, dass ich mehr als nur die Summe meiner Herkunft bin. Und das war schon eine ganz wichtige Erfahrung. Ich habe Kirche immer als Zuflucht empfunden. Ich weine gleich. Das Ding ist, ich möchte halt nicht nur, dass sie sagen, oh, das ist jetzt künstlerisch wertvoll, sondern ich möchte, dass sie sich wiedererkennen. Und da wird's kritisch. Und das kommt nur durch eine Story. Leute, helft uns. Wir brauchen eine Geschichte. Nächste Mal. Cory, was ist denn für dich ein Albtraum? Was ist für dich so richtig? Oh. Das fällt mir jetzt gar nicht an. Ich denke mal allgemein für ganz viele ist der Tod und das Verlassen werden einfach von, ja. Von Menschen, die mir. Ja. Aber nur hier. Ich meine, so ein klassisches biblisches Beispiel wäre ja Hiob. Ne? Kennt ihr die Geschichte mit Hiob? Ich weiß ich jetzt gar nicht. Hiob. Das ist ein ganz lieber Mensch, der hat ein paar Kühe, Schafe, eine Frau, der ist glücklich, hat ein paar Söhne und der Teufel und der liebe Gott, die unterhalten sich und sagen, der sagt dir, der liebe Gott zum Teufel, der ist so gottesfürchtig, egal was dem zustößt, der wird mich nicht verlassen. Dann sagt der Teufel, was? Das wollen wir mal sehen. Wollen wir wetten, der verlässt dich, wenn ordentlich Scheiße passiert. Und dann stirbt seine Frau, die Kinder kommen um. Er verliert sein Haus, er verliert seinen Ruf, der verliert alles. Der hat zum Schluss nur das nackte Leben. Und er sagt, aber wenigstens habe ich ja dich, Gott. Dich habe ich ja noch nicht verloren. Ich atme noch, ich lebe noch. Mir geht's schlecht, ja, ich habe Schmerzen. Ich bin allein, aber ich lebe noch. Vielleicht hat er eine Blume gesehen, die Mut macht. Oder ein Kind ging vorbei und hat an seine Kinder gedacht und an die Zeiten, die er mit seinen Kindern verbracht hat. So, ich hätte gerne eine erste Reihe im Tenor. Dankeschön. Egal wie schlimm ich fühle, egal wie schlimm ich fühle. Und bei euch? Egal wie schlimm ich fühle. Super. Egal wie schlimm ich fühle. Als hättet ihr trotzdem immer noch diese Kartoffeln und du bist hier. Da kommt noch mehr Wärme dabei raus. Oh, du, nicht du wärmst, du wärmst. Du wärmst. Auf dem aushalten. Wärmst. Als wäre das R gar nicht da. Wärmst. Wärmst. Thank you.
ein Stück zurück. Wir bleiben vor den Mikros. Und mach die Szene auch ein bisschen anders. Hiob, deine Rinder, Schafe und Kamele sind vom benachbarten Beduinen gestohlen worden. Und die Hirten erschlagen. Nur ich bin übrig, damit ich dir diese Botschaft bringen kann. Heftig. Ja. Heftiger Mager. Und deshalb heißt das hier, die Botschaft? Ja, aber so schlecht wie diese Nachricht kann deine nicht sein. Für mich schon. Meine Mutter ist arbeitslos und wir verlieren wohl unser Haus. Vom Aufgang der Sonne. Vom Aufgang der Sonne. Hiob war der, den der Teufel prüfen wollte, ob er dann noch an Gott glaubt, wenn ihm was Schlechtes passiert. Schön. Ja, und pass auf, das geht ja noch weiter. Dieser Mensch hat alles verloren, seine Familie, seinen Besitz, seine Gesundheit. Die Menschen respektierten ihn nicht mehr, mit denen er sonst zu tun hatte. Dieser Mensch saß mit Schmerzen im Dreck und in dieser Situation saß er da, hat noch immer irgendwelche Hiobs Botschaften gekriegt, schlechte Nachrichten. Und hat nur noch einen Wunsch gehabt, zu sterben. Heftig. Ja. Und deshalb heißt das Hiobsbotschaft? Deswegen heißt das Hiobsbotschaft, aber so schlimm wie die kann deinem Leben nicht sein. Doch, meine schon, weil meine Eltern trennen sich und ich und meine Mama müssen aus dem Haus raus und mein Bruder, der sitzt noch da und heult, weil die in der Schule so fertig machen und ich weiß nicht mehr, mit wem ich reden kann. Ich kann nicht mehr. Es scheint schwarz zu sein, in mir herrscht Dunkelheit und ich fühle mich, als wär ich blind. Ich traue mir keinen einzigen Schritt mehr zu, wie ein kleines, ängstliches Kind. Der Gegenwind bläst mir kalt ins Gesicht und fährt eisig bis tief in die Glieder. Ich denke mal wieder, jetzt geht nichts mehr, doch dann passiert es immer wieder. Please.
deinetwegen spür ich wieder den Sonnenschein. Spür ich wieder den Sonnenschein. Oh, wenn ich nicht mehr warten kann, das Gefühl abzuersticken.